Ich würde gerne heute beginnen mit einer kurzen Einführung. Erstmal der ganze Kontext, wo wir stehen. Agiles Projektmanagement, wo gehört Scrum da genau hin? Wollte kurz über den Scrum Guide sprechen. Der ist unabdingbar, wenn man mit Scrum zu tun hat. Dann auch tatsächlich Inhalte vom Scrum Guide, also das Standardwerk zum Thema Scrum-Methodenwerk. Darin finden wir Rollen, Events und Artefakte, wird es genannt, im Scrum Guide. Und deshalb reden wir da auch drüber in dieser Reihenfolge. Dann wollen Sie natürlich sicher auch noch über den Scrum Guide hinaus natürlich wissen, wie wird es dann tatsächlich in der Praxis umgesetzt. Dazu kann ich ein bisschen was sagen, wie man dann mit Backlogs arbeitet und so weiter, wie Scrum Guides aussehen können. Und ganz zum Schluss werde ich noch mal kurz erwähnen, was es für Zertifizierung gibt in dem Bereich, denn die gibt es ja auch und das wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass wir das Thema zum Schluss auch noch mal anschneiden. Erstmal zum Kontext insgesamt, also agile Methoden sind so eine Art Sammelbegriff, auf Englisch Umbrella-Term, deshalb ist hier auch dieser Regenschirm zu sehen. Da gehören einige dazu, das kommt alles so ein bisschen aus der Geschichte vom so traditionell vom Lean Manufacturing, was ja schon ein bisschen älter ist. Agile Methoden an sich sind meistens ein bisschen jünger. Jüngeren Datums sind so in den 90ern, frühen 2000ern die meisten entstanden. Und Scrum ist einfach davon die größte und wichtigste und bekannteste, denke ich. Ja, wichtigste weiß ich nicht, aber auf jeden Fall die verbreitetste. Das können Sie natürlich selber beurteilen, dann auch, wenn Sie es nutzen. Aber ich denke, bei Scrum ist es einfach so, es kommt zwar alles hier, was Sie in Rot jetzt hier sehen, kommt aus der Softwareentwicklung. Also vor allem auch diese drei, Adaptive Software Development, Extreme Programming ist manchen vielleicht noch ein Begriff. Und dann gibt es noch viele weitere und die meisten kommen eben aus der Softwareumgebung. Kanban ist so ein Tool, was man noch zusätzlich nutzen kann, deshalb steht das hier so ein bisschen draußen und grau. Genau, und bei Scrum ist es aber eben so, dass wenn man das verwendet, haben eben schon viele festgestellt, dass das nicht nur auf die Softwarebranche sich übertragen lässt. Da ist es zwar sehr gut geeignet auch zum Einsatz, aber eben nicht nur, also auch andere Branchen und Abteilungen teilweise in Firmen finden es durchaus interessant, auch mit Scrum zu arbeiten. Das geht von kleinen Buchverlagen über große Organisationen, die das eben auch vielleicht sogar im Personalwesen oder so nutzen. Und deshalb ist es sehr interessant, wie Scrum eben eingesetzt werden kann für mehr Menschen als jetzt nur Softwareentwickler oder diejenigen, die diese managen. Und insofern gibt es auch so eine offene Umfrage von der Firma Version One, die auch Software dazu herstellen. Und die wollen eben immer wissen, die haben eine offene Umfrage im Internet. Da kann man freiwillig mitmachen, das ist das ganze Jahr lang und am Ende wird es ausgewertet. Und da haben sie eben jetzt oder auch im laufenden Jahr wird es ausgewertet, haben sie für 2018 schon gesagt. Bis jetzt haben 56% der Nutzer schon angegeben, dass sie Scrum in Reihenform nutzen, also ohne dass es irgendwie verwandelt wurde oder abgeändert oder angepasst wurde. Gut, muss man natürlich auch sehen, das sind Leute, die bei dieser Umfrage mitgemacht haben, die natürlich wissen, dass es die gibt und so weiter. Muss man ein bisschen im Hinterkopf haben. Aber es ist doch ganz interessant, also von all den Leuten, die schon agile Methoden auch nutzen, haben eben über die Hälfte gesagt, dass sie Scrum nutzen. Wir wollten dazu auch noch unsere eigene Umfrage mit Ihnen machen, dass wir das vielleicht so ein bisschen abgleichen können mit der Hörerschaft heute hier. Genau, also die Frage wäre, nutzen Sie agile Methoden im Projektmanagement? Ja, Scrum. Ja, vielleicht Extreme Programming. Sie können ja auch mehrere Angaben machen, also eine Kombination ist durchaus hier auch denkbar, wird auch gemacht. Vielleicht haben Sie Ihre eigenen, vielleicht auch hybriden Formen, also beziehungsweise das wäre dann so andere, weitere, oder Sie nutzen keine agilen Methoden oder Sie sind sich nicht sicher. 22% nutzen Scrum, 1% Extreme Programming, 38% eigene hybride Formen, 36% nutzen keine agilen Methoden und 4% wissen es nicht. Dankeschön. Auch vielen Dank auch von mir. Das ist ja auch ganz interessant zu sehen, was Sie eigentlich machen. Oft kommen auch Leute ins Seminar und sagen, sie arbeiten eigentlich schon mit Scrum, aber sie würden das gerne nochmal auf stabilere Füße stellen und wirklich mal überprüfen, ob sie tatsächlich Scrum auch so anwenden, wie es eigentlich mal ursprünglich gedacht war. Und werden aus dem Grund durchaus auch von der Firma zur Weiterbildung geschickt. Insofern ist das, glaube ich, auch eine sehr sinnvolle Methode, mal rauszufinden, ob das, was man macht, eigentlich so Hand und Fuß hat und sinnvoll ist und da nochmal in so eine Art Selbstüberprüfung zu gehen. Da können wir jetzt auch noch solche Themen absolut nochmal anschneiden, jetzt im Laufe des Webinars. Hier nochmal zum Kontext. Also ich zeige immer diese Folie, um so ein bisschen zu versuchen zu verdeutlichen,
in welchem Rahmen wir hier arbeiten oder von was wir hier sprechen, auf welcher Ebene wir hier eigentlich gerade unterwegs sind. Ich sehe das so, das ist natürlich auch immer ein bisschen Ansichtssache, aber ich sehe das so, dass wir also durchaus immer so ein bisschen allumfassend natürlich eine Notwendigkeit haben, Projekte auch zu managen, durchaus auch mal mit klassischeren Methoden. Unagile Herangehensweisen sind, unagile in Anführungszeichen natürlich, sind dann oder die ganz klassische, das klassische Handwerkszeug ist auch dann mal gefragt, wenn die agilen Methoden irgendwo ihre Grenzen haben, wenn wir einfach, wenn es bestimmte Begrenzungen gibt in unserem Umfeld, dass wir bestimmte Regulatorien einhalten müssen oder Prozesse einhalten müssen. Der Kunde möchte es so. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir durchaus immer mal wieder auch in die klassische Kiste greifen müssen. Und deshalb steht das für mich hier noch absolut außen rum, weil das wird immer auch weiter gefragt sein, meiner Meinung nach, und immer auch gebraucht werden. Ist so ein bisschen eine Philosophiefrage, können andere Leute anders sehen, aber das ist jetzt meine Sicht der Dinge und ich weiß auch, dass das einige so sehen. Dann gibt es so da drin, wenn man will, noch so eine, das Produktmanagement, also da geht es jetzt, wenn man jetzt den Scrum Guide liest, geht es halt viel darum, dass Produkte erzeugt werden. Es kommt halt aus der klassischen Softwareentwicklung und das ist eine Produktentwicklung, klar. Insofern sind wir hier also oft, wenn wir über Scrum reden, wirklich ganz klar auf der Produktentwicklungsebene. Und für mich muss dann aber auch noch so ein Produktmanagement auch wieder drumherum so ein bisschen stattfinden auf dieser Ebene. Dass also ganz klar ist, auch Scrum hat auch da wieder seine Grenzen. Das ist gut für die Entwicklung. Aber wenn es dann darum geht, so eine langfristige Produktplanung oder so, dann kommen wieder durchaus auch andere Talente werden dann gefordert von den Leuten, die dafür verantwortlich sind, von Produktmanagern, vielleicht auch von Scrum Product Ownern, da reden wir gleich noch drüber über die Rolle. Die brauchen durchaus auch Produktmanagement-Fähigkeiten und müssen diese auch anwenden können. Also auch das ist nach wie vor gefragt, also ich möchte auch nicht missverstanden werden. Das ist nach wie vor alles gebraucht, nur wenn wir auf der Scrum-Ebene reden, dann reden wir von der Team-Ebene, die ein Produkt entwickelt. Das können durchaus auch mal mehrere Teams sein, die an einem großen Produkt arbeiten, aber wir sind trotzdem immer auf der Produktentwicklungsebene. Alles andere, damit befasst sich der Scrum-Guide gar nicht. Heißt aber nicht, dass es nicht mehr wichtig wäre. Genauso auch hier, es gibt zwar im Scrum-Team aus dem Grund auch keine Rolle eines Projektmanagers, aber das heißt nicht, dass Projektmanager jetzt überflüssig wären oder nicht mehr da sein, müssten nicht mehr gefragt werden. Ganz im Gegenteil, für mich ist auch Projektmanagement-Fähigkeiten nach wie vor ist es wichtig und wird auch weiter nachgefragt werden. Aber da werden wir uns jetzt weniger mit befassen, weil wir eben auf dieser Produktentwicklungsebene sind. Wir werden es ab und zu anschneiden, aber genau, wir bewegen uns jetzt zentral auf dieser Ebene. Und dann kann ich durchaus auch Scrum mit anderen Praktiken kombinieren. Das wird auch oft gemacht. Sie haben es auch teilweise geantwortet, dass Sie vielleicht Extreme Programming Praktiken einsetzen. Und das wird oft gemacht, dass das so kombiniert wird. Durchaus auch mal mit klassischen Projektmanagement Methoden und so weiter, wo es halt gefragt ist. Und dann komme ich oft auch in diese hybriden Gegenden, wo ja auch einige von Ihnen gesagt haben, dass Sie damit arbeiten. Was ja auch interessant ist. Und dazu haben wir auch schon Webinare gehabt. Hier befassen wir uns jetzt heute mal nur mit Scrum. Aber natürlich das andere behalten wir auch immer im Hinterkopf und wird auch immer wieder mal Erwähnung finden. Genau, also der Scrum Guide habe ich jetzt schon kurz erwähnt. Der hat 17 Seiten auf Englisch, ist also eigentlich ein sehr kompaktes Dokument, nicht unbedingt der leichteste Lesestoff. Also ich kann nicht schnell mal eben den Scrum Guide nebenher durchlesen. Da brauche ich schon ein bisschen Konzentration. Jeder Satz da drin hat so ein bisschen in sich. Kann auch manchmal unterschiedlich interpretiert werden, fast schon wie in der Bibel, aber da möchten wir nicht auf diesen religiösen Ebene bitte kommen. Das ist auch ganz wichtig. Der Scrum Guide beschreibt eben halt einfach das Scrum-Methodenwerk und das Rahmenwerk wurde von Ken Schwaber und Jeff Sutherland geschrieben. Das sind auch die beiden Väter von Scrum, die beiden Begründer, die Scrum als Framework in den 90ern erfunden haben, so wie es jetzt ist und so wie wir es kennen. Aber Sie sehen hier, die erste Ausgabe vom Scrum Guide wurde 2010 veröffentlicht, also deutlich nachdem Scrum schon längst erfunden und draußen in der Welt angewendet wurde, kam erst der Scrum Guide hinterher, um so ein bisschen das Ganze nochmal auf eine standardisiertere Basis zu bringen, weil die beiden, denke ich, auch festgestellt haben, dass da durchaus auch viel Schindluder getrieben wird mit ihren Methoden und nicht so genau so, wie sie es gerne gesehen hätten. Angewendet wird und dadurch dann eben auch gesehen haben, dass Probleme entstanden sind, haben sie eben den Scrum Guide verfasst, damit mal klar ist, was aus Erfinder von Scrum Sicht denn wichtig ist. Worauf kommt es denn an? Das hat also das ganze Essentielle drin und vieles, was heute gemacht wird im Bereich von Scrum, wie User Stories oder so, kommt nicht mal vor im Scrum Guide. Also wir werden es heute mal kurz auch besprechen, aber im Scrum Guide wird das nicht mal
diskutiert. Das überlassen die sozusagen jedem einzelnen Scrum-Team, sich da auf Metriken zu einigen und so weiter und auf Formate für Anforderungen. Das wird nicht mal vorgegeben, es wird nur gesagt, es muss halt irgendwie stattfinden. Also das ist alles ziemlich locker. Aber die 17 Seiten haben durchaus schon auch ein paar Vorgaben für Scrum-Teams, an die sie sich halten sollten. Und das ist auch das, was wir jetzt erstmal besprechen werden. Also Sie können es kostenlos runterladen auf scrumguides.org, kann das jeder lesen. Und Sie haben sogar, wenn Sie möchten, eine Stimme und können mitreden in der Weiterentwicklung des Scrum Guide. Ganz im agilen Geiste wird es auch immer aktuell gehalten, dieses Dokument, und wird neues Feedback mit eingearbeitet aus der Scrum Community. Und da können Sie gerne auch teilhaben. Müssen natürlich genügend Stimmen für irgendwas zusammenkommen, dass auch eine Änderung wirklich, denke ich, berücksichtigt wird. Aber das hat schon durchaus auch zu Veränderungen geführt, die durchaus auch schon mal ziemlich fundamental waren im Scrum Guide. Die Kernprinzipien von Scrum laut dem Scrum Guide sind, das ist dann immer so ein bisschen wissenschaftliche, fast schon Sprache, fast schon ein bisschen verschwurbelt zu lesen manchmal. Sie sprechen also davon, dass es in Scrum, dass es basiert auf einer empirischen Prozesskontrolle. Empirie ist eben der Informationserhalt, in dem ich beobachte, Erfahrungen teile. Das sieht man das eigentlich hier? Könnte ich eigentlich ausblenden? Ja. Genau. Beobachtungen anstelle, Erfahrungen sammle und auch durchaus experimentell vorgehe, also auch ein bisschen Trial and Error. Und alles, was ich dadurch herausfinde, ist eben, sind so diese empirischen Daten und die empirischen Informationen, die ich gewinne. Und darauf basiert eben auch Scrum ganz stark, dass ich eben auch viel einfach mal ausprobieren soll, beobachten soll. Meine eigene Erfahrung spielt eine Rolle und dementsprechend kann ich Scrum gut anwenden. Diese empirische Prozesskontrolle basiert laut Scrum Guide auf drei Säulen. Das ist Inspektion, Transparenz und Anpassung, Inspection, Transparency, Adaptation. Bei der Inspektion schaue ich mir eben Sachen an, Arbeitsergebnisse, durchaus aber auch mal, wie arbeiten wir im Team zusammen, wie wollen wir zusammenarbeiten, sind wir damit noch zufrieden, Prozesse, die wir nutzen, Werkzeuge, die wir nutzen. All das wird immer wieder mal regelmäßig inspiziert und das geht natürlich nur mit genügend Transparenz, das ist klar, das ist so eine Art Voraussetzung für das andere. Und wenn ich finde, dass irgendwas nicht passt, dann oder nicht so ist, wie ich es haben will, oder auch der Kunde unzufrieden ist, dann passe ich mich an oder dann passe ich den Prozess an oder dann passe ich meine Arbeit an. Arbeitsergebnisse, Arbeitsweisen werden dann angepasst. Das ist prinzipiell in jeder agilen Methode eine Grundidee. Selbstorganisation ist nochmal ein wichtiges Prinzip von Scrum. Es funktioniert eigentlich nur, wenn das Scrum-Team als Ganzes und das Entwicklungsteam als Untergruppe im Scrum-Team, die Rollen besprechen wir auch noch, wenn diese beiden möglichst selbstorganisiert sind, das heißt möglichst auch selbstverantwortlich sind für ihre Arbeit, für ihre Ergebnisse und möglichst wenig da auch reingepfuscht wird, von außen reingeredet wird. Natürlich muss man sich abstimmen, das ist ganz klar, aber es soll eben nicht dieses Micromanagement betrieben werden, dass die Leute hier den Entwicklern über die Schulter schauen und ihnen sagen, so und so musst du deinen Code schreiben, sondern es ist eigentlich so gedacht, dass das Team das selbst für sich die besten Wege findet und auch selbst seine Arbeit schätzt und aussucht für den nächsten Sprint zum Beispiel. Das sehen wir auch noch. Und das sind alles Grundprinzipien eben dieser Selbstorganisation, worauf Scrum ganz stark basiert. Und das und als drittes noch, dass es eben eine transparente Arbeitsumgebung für alle Beteiligten geben soll, auch für die Stakeholder, auch für die Kunden, dass die eben zumindest die Ergebnisse sehen können, aber vielleicht sogar auch unser Scrum-Board und unser Backlog und mit uns daran sogar arbeiten. Also wie transparent man das gestalten will, vor allem in der Arbeit mit dem Kunden, muss man dann schauen. Aber es ist einfach ein wichtiges Prinzip, diese Transparenz hier herzustellen und auch eine gewisse Form von Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und auch über den Fortschritt jetzt nicht hinterm Berg zu halten. Wenn man merkt, man stockt gerade, dann sollte man laut Scrum sofort die Hand heben, alle Leute davon wissen lassen, die irgendwie was tun können, um uns dabei zu helfen, das zu beheben. Und dabei ist eben auch der Scrum Master ganz wichtig. Genau, also. Wir haben jetzt drüber geredet, was sind die Kernprinzipien. Wenn ich jetzt mir den Flow anschauen will, was passiert eigentlich in Scrum? Wie ist diese Prozesslandschaft aufgebaut? Dann habe ich dazu hier so eine Visualisierung, die ich jetzt einfach Schritt für Schritt mal durchgehen möchte. Am Anfang stehen quasi unsere Stakeholder. Das sind laut Scrum Guide Leute, die am Projekt interessiert sind, aber außerhalb des Scrum-Team stehen, also nicht das Scrum-Team selbst, gehört nicht zu den Stakeholdern, aber alle anderen, die ein Interesse haben. Die haben Anforderungen, die haben Vorstellungen, wie ein Produkt zum Beispiel oder irgendein Ergebnis nachher aussehen soll und die sind auch wichtig, diese Anforderungen. Wir wollen auch unsere Stakeholder
Wünsche respektieren und auch viel mit denen darüber sprechen. Die machen also ihre Vorgaben. Diese geben sie weiter an die Rolle, die genannt wird Product Owner. Das ist eine Rolle wieder im Scrum-Team. Das ist jetzt Teil des Scrum-Teams der Product Owner. Und ein Product Owner ist eben dafür verantwortlich, auch immer so ein bisschen zu schauen, sind wir gerade noch auf der Spur mit dem, was die Stakeholder eigentlich von uns verlangen. Die sind also auch, die repräsentieren diese auch gegenüber den anderen, die Stakeholder, sind also auch so eine Art Schnittstelle, die Product Owner zu den Stakeholdern, zwischen Stakeholder und Rest des Teams und sind da eben eine ganz wichtige Kontaktperson für die Stakeholder. Die verwalten nämlich auch das Product Backlog hauptverantwortlich. Product Backlog, die Liste aller Arbeit, die getan werden muss, um ein Produkt fertigzustellen. Und das wird eben hauptverwaltet vom Product Owner. Das ist deren Thema, weil die haben die langfristige Produktplanungssicht und diese sollte im Backlog möglichst gut reflektiert werden, indem wir die Anforderungen da drin eben auch aufnehmen. Der nächste Schritt ist dann, wenn das Backlog soweit möglichst steht, dass das Development-Team wieder eine Unterrolle im Scrum-Team und diesmal ein ganzes Team auch wieder, nicht nur eine Person wie beim Product Owner, sondern das ist jetzt nochmal ein Team, also ein Unterteam vom Scrum-Team ist das Development-Team, das Entwicklungsteam. Die wählen Aufgaben aus dem Product Backlog aus und das machen sie zu Beginn jedes Sprints und damit füllen sie so das sogenannte Sprint Backlog. Das ist dann also die Liste der Arbeit, die jetzt im Sprint gemacht werden soll. Das wählen die aus in einem Meeting, das heißt Sprint Planning. Wir besprechen auch alles nochmal ein bisschen mehr im Detail. Das ist jetzt so die grobe Übersicht hier über alles, was der Scrum Guide so beinhaltet. Ein Sprint dauert für gewöhnlich 2 bis 4 Wochen. Das ist so, dass 4 Wochen ist als Maximum festgelegt im Scrum Guide. 2 Wochen ist so das akzeptierte Minimum. Manche Leute gehen auch noch mal drunter, da kann man vielleicht drüber streiten. Mehr als 4 Wochen sollte es jedenfalls nicht werden. Außerdem hat das Development-Team, während der Sprint dann läuft, wo sie also ihre tatsächliche Entwicklungsarbeit auch vollbringen, das ist ja eine zeitliche Begrenzung für ihre Arbeit, wo sie die Sachen abarbeiten, die im Backlog stehen. Und darüber sprechen sie jeden Tag auch noch mal untereinander, das Development-Team im Daily Scrum-Meeting. Tauschen die sich noch mal aus, was machen wir denn gerade? Und was wollen wir heute machen oder was haben wir bisher gemacht seit dem letzten Daily Scrum, was wollen wir bis zum nächsten Daily Scrum machen und wo sind vielleicht irgendwelche Behinderungen gerade, die uns aufhalten und wo müssen wir uns drum kümmern. Das wird also im Daily Scrum jeden Tag nochmal abgesprochen und das läuft jeden Tag während eines Sprints. Am Ende vom Sprint steht ein Sprint Review Meeting, da sind alle Stakeholder, die wichtig sind zum Beispiel, zumindest für jeden Sprint, also die wichtigsten Key-Stakeholder eingeladen und der Product Owner ist da und das Development-Team ist auch da, auch der Scrum Master ist da, also das gesamte Scrum-Team ist dann da und schaut sich an, was hat denn das Development-Team erstellt im vergangenen Sprint oder im Sprint, der gerade ausläuft. Das ist am Ende jedes Sprints ein Review zusammen mit dem Kunden und zusammen mit den Stakeholdern. Das Development-Team liefert dann ein potenziell auslieferbares Produktinkrement. Das ist wieder Scrum-Guide-Sprache, wieder ein bisschen wissenschaftlich verschwurbelt. Das heißt einfach, sie liefern einen Teil des Endprodukts, der möglichst schon rausgegeben werden können soll. Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Dazu braucht es Disziplin, das in jedem Sprint zu liefern. Ist aber die Vorgabe im Scrum Guide, das soll tatsächlich stattfinden vom ersten Sprint an. Bitte was liefern, was ich ausliefern könnte, auf den Markt bringen könnte oder den Stakeholdern übergeben könnte, je nachdem, um was es sich überhaupt handelt. Bei dem Produkt, bei Software natürlich etwas, was ich durchaus auch schon an die End-User veröffentlichen könnte, wenn ich denn wollte, muss aber nicht veröffentlicht werden, muss nicht geshippt werden, also shippable muss es sein, aber es muss nicht geshippt werden, laut Scrum Guide. Das entscheidet der Product Owner im Endeffekt, ob das dann gemacht wird oder nicht. Es soll aber in einem Zustand sein, wo es tatsächlich schon rausgegeben werden kann, also in einem sehr brauchbaren Zustand. Das ist die Idee. Und zusätzlich muss dieses Inkrement, dieses Teil des Endprodukts auch der Definition of Done entsprechen. Das sind die Fertigstellungskriterien, die wir uns als Scrum-Team gemeinsam festgelegt haben. Da redet vor allem das Development-Team mit, was soll die Definition of Done sein, aber auch alle anderen haben gewissermaßen hier ein Mitspracherecht, muss natürlich für alle passen. Was ist fertig für uns? Wann ist ein Inkrement wirklich fertig? Was ist fertig? Kann man auch auf Einzelaufgabenebene machen. Aber wichtig ist es laut Scrum Guide vor allem, dass es auf Inkrement-Ebene gemacht wird. Ansonsten brauchen wir vielleicht auch zu viel Zeit dafür. Wenigstens auf Inkrement-Ebene sollte also es eine Definition of Done geben. Wie sieht ein fertiges Inkrement für uns aus? Und das ist ja dann das hier. Genau, und unterstützt wird dieses gesamte Konstrukt hier vom Scrum Master. Das ist der Job vom Scrum Master, das alles zu unterstützen. Facilitates heißt es auf Englisch, also
von Lateinisch Facilis leichter machen. Es soll wirklich auch die Arbeit unterstützt und vereinfacht werden, sowohl vom Product Owner als auch vom Entwicklungsteam, als auch für die Stakeholder, dass sie verstehen, wie hier eigentlich gerade gearbeitet wird, denn die sind ja wirklich gut mit eingebunden und dazu müssen sie auch selber ein Verständnis ein bisschen haben, wie das Ganze hier funktioniert. Sonst könnte es eventuell schwierig werden. Das ist also der Job des Scrum Masters. Durchaus auch gegenüber der gesamten Organisation, das so ein bisschen zu verteidigen oder dafür zu werben, dass hier eben nach Scrum gearbeitet wird und was das eigentlich bedeutet. Schauen wir uns jetzt auch mal, jetzt hätte ich fast ein Meeting noch vergessen. Genau, es gibt noch die Retrospective, dabei ist die ziemlich wichtig. Die wird auch am Ende jedes Sprints gemacht, da ist aber der Scrum Master eben auch ganz maßgeblich mit dabei und bringt vielleicht auch irgendwelche Methoden hier mit rein, also ein guter Scrum Master kennt sich aus mit retrospektiven Techniken, Spielen, Formaten und Methoden, wo man sich hier auch ein bisschen ausprobieren kann. Das passiert Scrum Team intern, also das Entwicklungsteam, der Scrum Master und der Product Owner treffen sich in der Retrospektive, jetzt ohne Stakeholder, ohne Kunden, eigentlich nur unter sich und überlegen, wie ist denn der Sprint gelaufen im Vergleich vielleicht auch zu dem davor. Wie ist unsere Zusammenarbeit als Team? Gibt es Konflikte, an denen wir vielleicht arbeiten müssen? Sind unsere Prozesse noch in Ordnung? Oder aber auch, finden wir unsere Definition of Done noch angemessen? Die kann also auch hier nochmal überarbeitet werden. Dafür ist die Retrospektive auch da. Genau, die findet also auch kurz nach dem Review normalerweise auch noch statt, bevor dann der nächste Sprint beginnt. Ja, ich habe schon ein bisschen erwähnt, also Scrum Master, deren Hauptrolle ist sicherzustellen, dass Scrum verstanden und umgesetzt wird. Sie kümmern sich also nicht so um den Inhalt, den Umfang, ums Budget oder Deadlines. Das machen eher die Product Owner und in einer selbstorganisierten Art und Weise hat da auch das Entwicklungsteam immer was mitzureden. Die Scrum Master hingegen, die führen durch Unterstützung, also das ist dieses Servant Leadership. Sie führen, indem sie dienen dem Team. Sie unterstützen es, sie moderieren. Sie machen Coaching, sie vermitteln auch die Regeln und Werte von Scrum. Scrum hat auch so ein Werte-Set, das sind so 5 Werte, die wichtig sind in Teams. Und der Scrum Master ist eben dafür verantwortlich, dass das verstanden und umgesetzt wird, aber auch in der ganzen Organisation wichtig, aber auch für das Scrum-Team da zu Hilfe zu stehen, immer wenn es irgendwelche Fragen gibt. Und was Scrum Master auch ganz wichtig tut, ist, Behinderungen zu beseitigen, sogenannte Impediments. Ich habe das jetzt hier mal visualisiert, wie die Steine, die im Weg liegen. Im Scrum Guide steht Impediments, nicht Obstacles. Ich denke, dass es daher kommt, Obstacles, also Hindernisse, können durchaus auch mal so groß sein, dass man sie vielleicht gar nicht überwinden kann. Impediments hingegen sind wirklich Behinderungen, Dinge, die man aus dem Weg räumen kann. Diese Steine im Weg passen da vielleicht ganz gut als Bild. Das ist eben auch was sich beseitigen lässt und oder vielleicht sogar im Voraus verhindern lässt, dass sowas überhaupt auftritt. Dinge, die uns am Arbeiten hindern, die uns die Arbeit erschweren, das kann sein in einem Software-Entwicklungsprojekt, dass die Serverstruktur vielleicht noch nicht alles da ist, was wir brauchen, dass irgendwelche Zugänge wir nicht haben. Solche Dinge also können natürlich Impediments sein. Und dann ist es eben wichtig, dass auch der Scrum Master mitarbeitet, das möglichst zu beseitigen, denn alles, was uns zeitlich auffällt, ist in Scrum natürlich Gift. Wir haben unsere ganz starre zeitliche Einteilung in Sprints und an die wollen wir uns halten. Und wenn das gefährdet ist, dann haben wir ein Problem. Also insofern ist der Scrum Master hier eine ganz zentrale Rolle. Richtig gute Scrum Master, wird so gesagt, machen sich selbst überflüssig, ist natürlich immer so, wenn ich viel unterstütze, moderiere, coache, ist natürlich die Idee dahinter, dass die anderen irgendwann auch ohne mich können. Das ist auch beim Scrum Master nicht ganz anders. Es ist so eine klassische Rolle in der Richtung. Aber es wird dann auch wieder so gesagt, in der Scrum Community, richtig gute Scrum Master machen das so gut, dass sie eben doch immer wieder mal gefragt werden. Wenn es doch wieder Probleme gibt, gibt es ja doch immer wieder mal was und dass sie dann eben wieder auf den Plan gerufen werden. Es gibt auch in dem Sinne durchaus Scrum Master, die mehrere Scrum Teams betreuen, wenn sie das zeitlich hinkriegen und auch vom Arbeitsaufwand her einfach schaffen, dann ist das durchaus auch denkbar. Also das ist jetzt nicht die strenge Regel, dass es da pro Team genau einen nur geben darf oder dass einer nicht auch mehrere Teams betreuen darf. Das ist in dieser Rolle durchaus möglich, muss natürlich für die Person auch wirklich bewältigbar noch sein. In großen Organisationen muss man da vielleicht doch wieder ein bisschen aufpassen. Genau, Product Owner, da ist wirklich wichtig, die müssen die langfristige Sicht in der Produktplanung behalten, während ja das Entwicklungsteam wirklich von Sprint zu Sprint bis hin an Einzelaspekten arbeitet, braucht der Product Owner den langfristigen Weg im Blick und die langfristige Vision für das Produkt.
in enger Abstimmung immer mit den Stakeholdern. Und da ist es doch wichtig, dass ein Product Owner wirklich dediziert da ist, auch für das Entwicklungsteam. Also da ist doch die gemeinhin die Empfehlung, ein Product Owner pro Scrum-Team ist durchaus nötig, einfach um das sicherzustellen, dass hier gewährleistet werden kann in einem hohen Maß an Verfügbarkeit auch für das Entwicklungsteam und für die Stakeholder. Es gibt durchaus in großen Scrum-Teams mehrere Scrum-Teams, die an einem Produkt, großen Produkt arbeiten, kann es auch schon mal unterteilt werden, dass es mehrere Product Owner gibt. Auch wieder nicht streng verboten, aber vielleicht mit Vorsicht zu genießen. Dann haben wir natürlich mehr Kommunikationskanäle, die müssen sich auch gut abstimmen. Potenzielle Interessenskonflikte müssen natürlich beachtet werden. Aber ansonsten ist die Regel im Scrum Guide erstmal ganz einfach. Ein Product Owner pro Team. Die stimmen sich viel mit den Stakeholdern ab, repräsentieren diese auch. Und dann steht im Scrum Guide als zentrale Aussage, sie optimieren und maximieren den Wert der Arbeit des Entwicklungsteams. Das ist einfach die Idee bei den Product Ownern, dass sie immer im Blick haben, was macht denn das Entwicklungsteam im nächsten Sprint und im Sprint drauf und wie planen wir das so und wie priorisieren wir auch das Backlog so und sortieren es so, dass die immer das die beste, die wichtigste, die wertvollste Arbeit als nächstes machen. Das ist natürlich auch immer bisschen im Auge des Betrachters sowas. Und insofern braucht es natürlich auch Erfahrung als Product Owner, sowas gut und auch in guter Abstimmung mit den Stakeholdern planen und priorisieren zu können. Product Owner laut Scrum Guide nehmen diese Aufgaben selbst wahr oder übertragen sie dem Entwicklungsteam. Also die dürfen das durchaus auch mal delegieren. Das Entwicklungsteam darf sich auch mal ums Product Backlog kümmern und da drin rum sortieren. Allerdings ist schon die Erwartung, dass sie das dann in enger Abstimmung mit dem Product Owner machen. Diesen absolut nie außen vor lassen. Product Owner ist schließlich auch am Ende verantwortlich fürs Product Backlog. Sollte da also durchaus mit im Boot sein oder wenigstens sich verlassen können auf das Team, dass die genügend Erfahrung haben und das schon richtig machen. Denn sie bleiben, Product Owner bleiben hauptverantwortlich für das Product Backlog und das Gesamtergebnis am Ende. Richtig gute Product Owner übertreffen vielleicht sogar die Erwartungen der Stakeholder, statt sie nur zu erfüllen. Da kann man sich jetzt natürlich auch streiten. Natürlich geht es nicht darum, zu viel zu tun und irgendwie da Dinge zu liefern, die gar nicht erwartet wurden. Also im gewissen Maße ist das sicher auch manchmal sinnvoll, aber natürlich nur, wenn es auch gefordert wurde oder irgendwo sinnvoll ist am Ende und auch sich die Stakeholder auch drüber freuen. Ansonsten wäre es wieder vielleicht nicht mehr so gut. Man muss natürlich schon den Fokus behalten, ganz klar. Aber man kann durchaus auch mit sehr guter Arbeit natürlich auch die Erwartungen immer wieder auch nur allein durch die Qualität der Ergebnisse übertreffen. Und da kommt der Product Owner ins Spiel, das sicherzustellen oder sich da vielleicht auch immer wieder mal selbst zu übertreffen und natürlich auch zusammen mit dem Entwicklungsteam. Wichtig, Sie müssen auch Nein sagen können. Also wenn Stakeholder mit neuen Anforderungen mittendrin kommen, das ist jetzt nicht verboten, wird sogar erwartet. In agilen Projekten ist die Komplexität, die Unsicherheit am Anfang auch immer sehr hoch. Wird schon damit gerechnet, dass auch Änderungen reinkommen. Das ist ganz klar, dürfen auch reinkommen bis zu einem gewissen Maße. Aber natürlich können wir immer nur so viel liefern, wie wir von der Kapazität her tatsächlich schaffen. Und da ist es wirklich am Product Owner, da auch einen Blick drauf zu halten, zu gucken, wie welche Kapazität hat denn das Entwicklungsteam so im Schnitt pro Sprint? Was können wir normalerweise liefern? Und diese langfristige Planung auch dann mal zu sagen, nee, also wenn ihr wollt, dass wir zu dem und dem Termin fertig sind, dann können wir nicht diese ganzen Sachen, die ihr jetzt gerade noch euch wünscht, wirklich liefern. Da müssen wir dann irgendwas ändern, entweder an der Zeitplanung, wobei das in Scrum schwieriger ist, die ist ja ziemlich fix. Eher normalerweise wird dann am Umfang doch mal was wieder reduziert, um dann wirklich auch eine Deadline halten zu können. Also das ist normalerweise der üblichere Fall. Die Erwartung an gute POs ist eben auch, dass sie immer erreichbar sind fürs Team, denn diese Rolle kann nur ausgefüllt werden, wenn man auch wirklich als Ansprechpartner immer auf dem Plan steht und für beide Seiten, für Stakeholder und Entwicklungsteams auch immer da ist und natürlich auch eng mit dem Scrum Master zusammenarbeitet, wenn es um Prozesse und so geht. Die nächste Rolle, die Entwicklungsteams, diese sind, wie schon gesagt, selbstorganisierend, möglichst natürlich Entwicklungsteams, die mit Scrum gerade erst anfangen, da ist es vielleicht noch am Entwickeln, die Selbstorganisation, da wird man natürlich auch besser und auch je mehr sich das Team kennt und je mehr man Erfahrung hat in der Arbeit, die man tut, miteinander im Team, mit Scrum an sich, wird man natürlich auch besser in dieser Selbstorganisation, das ist ganz klar. Also da kann es durchaus am Anfang noch mehr sein, dass der Scrum Master gefordert wird, als dann vielleicht bei ganz hochgradig reifen Entwicklungsteams. Die sind auch gemeinsam für ihre Ergebnisse verantwortlich. Das ist wichtig in Scrum. Nicht der
Da weiß ich, der Uli wollte eigentlich die Aufgabe machen. Keine Ahnung, warum er es jetzt noch nicht gemacht hat im Review. Das ist also nicht gewünscht in Scrum. Es muss wirklich das ganze Team dahinter stehen können. Das heißt, sie sollen sich ja auch täglich austauschen im Daily Scrum über ihren Fortschritt und über gemeinsame Arbeit. Natürlich kann man Arbeit untereinander aufteilen, aber es soll ganz klar sein, dass am Ende alle für die Ergebnisse gerade stehen. Und das ändert vielleicht auch die Art und Weise, wie manchmal etwas aufgeteilt wird und wie auch die Verantwortung wahrgenommen wird. Wichtig bei Entwicklungsteams auch, sie arbeiten funktionsübergreifend, multifunktional, cross-functional. Im Scrum Guide immer ein bisschen schwierig zu übersetzen. Es soll halt eben so sein, dass in einem Development-Team möglichst alle Fähigkeiten vorhanden sind, also Menschen in dem Team sind, die über Fähigkeiten verfügen, die notwendig sind, um die anstehenden Aufgaben zu erledigen. Das heißt, im Realfall, wieder bei Software zum Beispiel, haben wir vielleicht einen Entwickler oder zwei oder drei. Wir haben aber vielleicht auch einen spezialisierten Entwickler und wir haben vielleicht auch noch zwei oder so Tester, also mit einem Schwerpunkt auf Tests. Wie gesagt, alle nachher sind aber gemeinsam verantwortlich. Also diese Rollen entfallen dann offiziell sogar im Scrum-Team eigentlich. Sie sind dann alle Teil des Development-Teams, aber sie haben halt verschiedene Fähigkeiten und im Idealfall haben sie alle, die sie brauchen, um eine Aufgabe zu erledigen. Das heißt nicht, dass sie nicht mal ab und zu sich von außen Rat holen können, das ist klar. Aber die Idee ist, dass grundsätzlich die Fähigkeiten für die Erledigung aller Aufgaben im Backlog, dass die da sein sollten. Selbstorganisieren funktioniert dann sogar, kann dann so weit gehen, dass sich Development-Teams sogar Leute eigenständig hinzuholen, die ihnen dabei vielleicht helfen können, wenn sie merken, dass irgendeine Fähigkeit vielleicht doch nicht vorhanden ist. Wie weit das natürlich in großen Organisationen noch möglich ist, Matrix-Organisationen und so, da gibt es sicher auch Herausforderungen zu lösen. Das ist ganz klar, dass das in der Realität nicht immer so einfach ist. Das ist jetzt halt die Theorie und man muss dann natürlich in jedem Unternehmen gucken, wie weit man die umsetzen kann. Entwicklungsteams bestehen auch idealerweise aus 3 bis 9 Personen. Das heißt, wenn es weniger sind, finde ich zum Beispiel Scrum schon mal nicht so gut geeignet. Also dann wird es einfach schwierig, diese ganzen Prozesse umzusetzen. Wenn man jetzt ein Mini-Projekt hat zum Beispiel, wo vielleicht sogar nur einer die Arbeit macht, dann glaube ich, ist Scrum nicht unbedingt die richtige Methode. Hat natürlich immer auch Grenzen, jede Methode und so auch Scrum. Wenn es mehr Leute sind, müsste man überlegen, ob man sie nicht in mehrere Teams unterteilt, die dann am gleichen großen Produkt arbeiten. Sie stellen also wirklich sie tun die Arbeit. Sie stellen auslieferbare Inkremente her, steht im Scrum Guide. Also sie stellen die Teile des Produkts her am Ende jedes Sprints mindestens, die also ausgeliefert werden können prinzipiell. Und dann wird eben entschieden vom Product Owner, ob das auch gemacht wird oder nicht. Richtig gute Entwicklungsteams, jetzt kommen wir also vom Scrum Guide ein bisschen wieder drüber hinaus. Was machen denn die richtig guten laut der Scrum Community draußen, laut der Meinung von führenden Autoren im Bereich und so weiter und auch Blog-Autoren, die sagen eben, sie kümmern sich und natürlich auch aus dem echten Leben gegriffen, richtig gute Entwicklungsteams kümmern sich proaktiv und immer gemeinsam um die Verfeinerung des Backlogs. Das heißt, sie überlassen es nicht dem Product Owner, der wird sich schon kümmern, sondern die kümmern sich da durchaus auch selbst mit drum. Wie gesagt, natürlich immer mit dem Product Owner mit im Boot, nicht hinterm Rücken, das ist klar. Immer transparent auch, kümmern sich aber selbst auch drum, dass das Backlog, dass das Sinn macht, wie das gerade aufgebaut ist, dass die Priorisierung passt, dass die Details da drin auch richtig angegeben sind, dass offene Fragen da drin geklärt werden. Also wenn eine Aufgabe und eine Anforderung noch nicht ganz klar ist im Backlog, dass sie eben auch wirklich zum Product Owner oder direkt auch zum Stakeholder gehen, das dürfen Sie natürlich und dann fragen, was waren hier genau gemeint. Wie gesagt, wichtig ist nur, dass nichts hinterm Rücken vom Product Owner geschieht oder keine Ahnung hat. Aber an sich darf das Entwicklungsteam durchaus natürlich auch den Kontakt zu Stakeholdern suchen. Und sie liefern auch während eines Sprints und nicht erst am Ende. Das steht jetzt nicht im Scrum Guide, da steht halt wenigstens am Ende des Sprints muss was dastehen, was Lieferbares. Aber zumindest auf der Software-Realität wissen wir halt, dass es Leute gibt, die, also Firmen gibt wie Amazon, die täglich liefern. Quasi, wo die Scrum-Teams teilweise täglich liefern oder sogar noch häufiger, mehrmals am Tag. Das ist natürlich nicht verboten. Also liefern darf man auch häufiger, nicht nur am Sprintende. Aber da sollte es halt maximal dann soweit sein. Und klar, nicht jede Welt ist wie die Software-Welt. Gibt nicht immer nur Produkte, wo man so einfach während im Sprint mal eben liefern kann. Gibt es auch ganz andere Welten, wie in der maschinellen Produktion oder so, wo es sicher wieder andere Anforderungen gibt, wo das vielleicht nicht möglich ist. Also das darf man jetzt hier nicht zu wörtlich nehmen. Muss natürlich immer sehen, das kommt auch alles aus der Softwarewelt, wo sowas dann auch prinzipiell immer möglich ist. Wenn Sie in einer anderen Branche sind, müssen Sie natürlich überlegen, inwieweit ist das für unser Team alles übertragbar. Und wo es nicht übertragbar ist, macht es natürlich keinen Sinn, hier was über die
Brechstange zu biegen, das muss dann auch nicht genau oder übers Knie gebrochen werden, so sagt man, genau. Die letzte Rolle, die ich noch vorstellen will, ist außerhalb des Scrum-Teams die Stakeholder, Personen mit Interesse am Projekt, das heißt die, die alle mitreden, die ihre Anforderungen mit reingeben, die wollen sie erfüllt sehen, die wissen teilweise vielleicht selbst noch nicht so genau, was sie für Anforderungen haben, das ist ganz klar, das kann nicht exakt ausformuliert werden am Anfang, das ist auch nie die Idee bei agilen Projektmanagement-Ansätzen. Das ist ganz klar, dass wir so ein bisschen uns vortasten, auch vorarbeiten. Und Product Owner muss halt mit denen im Kontakt stehen und schauen, was sich wie umsetzen lässt, muss vielleicht auch mal übersetzen ans Entwicklungsteam, ein bisschen technischere Anforderungen, wie muss man das Ganze hier gestalten. Sie schauen sich regelmäßig zusammen mit dem Team die Inkremente und die Arbeitsergebnisse ab und geben ihr Feedback, das machen sie im Review. Und das ist die Hauptrolle der Stakeholder und dafür müssen sie natürlich auch sehr verfügbar sein. Also das Gesamtbild hier nochmal, wir haben also, wie gesagt, das Scrum-Team, das besteht aus Scrum Master, Product Owner, Development Team. Wir haben die Stakeholder, die außerhalb stehen, aber die natürlich auch eine Rolle spielen, eine ganz wichtige Rolle. Und es gibt keine anderen offiziellen Rollen in einem Scrum-Team. Sie können natürlich eine andere Berufsbezeichnung parallel haben, das ist ganz klar. Aber offiziell im Scrum-Team sind sie dann Teil des Development-Teams oder Product Owner oder Scrum Master. Rüber zu den Events laut Scrum Guide. Erster Event im Scrum Guide ist der Sprint selbst. Der dauert eben 2 bis 4 Wochen, habe ich ja schon erwähnt. Jeder Sprint ist kann auch gesehen werden wie ein eigenes Projekt, weil ich ja quasi alle Schritte für die Vervollständigung eines lieferbaren Produkts in dem Sprint vollziehe. Jeder Sprint hat auch ein eigenes Ziel, das sogenannte Sprint Goal, das Sprintziel. Das ist wie eine Vision nur für diesen Sprint, was wir festlegen als Team, wenn wir den Sprint planen. Änderungen im Sprint sind erlaubt, aber keine, die das Ziel gefährden im Sprint. Sonst muss der Sprint abgebrochen werden. Wenn Änderungen reinkommen, die sich nicht vermeiden lassen, die unser Sprintziel gefährden, muss ich den Sprint abbrechen. Es wird immer in jedem Sprint auf ein Inkrement hingearbeitet. Es gibt also auch nichts wie Sprint Zero oder sowas draußen absolut gemacht wird, das weiß ich. Laut Scrum Guide soll es das nicht geben, das ist sogar richtig verboten. Wir möchten also immer am Ende was Lieferbares sehen. Und Sprint Zero so als Vorbereitungssprint oft gemacht, wird also eher empfohlen, das bitte anders zu nennen, nicht Sprint zu nennen, weil das eben verwirrend sein kann. Denn wir liefern ja am Ende noch nichts, wenn wir erstmal alles vorbereiten. Die Dauer eines Sprints sollte über die Entwicklung hinweg immer konstant bleiben. Das heißt also nicht einen 2-wöchigen Sprint, dann 3, dann 4 Wochen und dann wieder 2, sondern wir sollten möglichst immer bei der gleichen Sprintlänge bleiben. Die Timebox sollte auch immer eingehalten werden. Also wir werden nicht früher fertig. Das kann natürlich passieren, dass wir die Arbeit früher fertig haben als die 4 Wochen, die wir angesetzt haben für den Sprint. Das heißt, die geplante Arbeit, da haben wir uns ein bisschen unterschätzt, was wir schaffen. Dann nehmen wir uns eben aus dem Backlog neue Arbeit und machen eben weiter. Und dann wird der folgende Sprint vielleicht ein bisschen anders geplant als ursprünglich gedacht. Aber die Timebox wird eingehalten. Also der Sprint läuft von bis und das daran hält man sich. Es gibt auch keine Pausen dazwischen. Also wenn ein Sprint aufhört, am nächsten Arbeitstag fängt der nächste an. Die Sprintlänge, wenn ich die festlege, brauche ich natürlich ein paar Regeln im Kopf. Wann mache ich das wie? Guidelines dafür, Richtlinien. Zu kurze Sprints lassen halt wenig Zeit für Inspektion und Anpassung. Ist auch klar, wenn ich nur eine Woche im Sprint arbeite und da aber Daily Scrum machen muss, am Anfang Planning und Review am Ende und Retrospective, dann bin ich ziemlich viel in Meetings, habe wenig Zeit zum Arbeiten, habe auch wenig Zeit einfach zu reagieren, weil ich ja ständig nur von Sprint zu Sprint hechle. Die Stakeholder können auch überstrapaziert werden, wenn die am Ende jeder Woche zum Review eingeladen werden. Es kann in manchen Umgebungen vielleicht funktionieren. Eine Woche ist vielleicht noch irgendwie machbar, kürzer wird es aber, glaube ich, wird mir jeder zustimmen, dass es schwierig wird. Zu lange Sprints, da wird dann eben die Komplexität und auch das Risiko irgendwann unüberschaubar. Ich verliere ja den Anschluss zu den Stakeholdern. Ich arbeite so vor mich hin, wenn ich mehr als 4 Wochen am Stück arbeite, ohne mich mit den Stakeholdern abzustimmen, ohne mal um mich rumzuschauen, was passiert eigentlich in der Organisation auch oder am Markt. Dann kann es eben sein, ich verliere so ein bisschen den Anschluss und merke nicht mehr auch, was ich herstelle, wird zu komplex und so weiter. Merke nicht mehr, wenn ich doch eben was anpassen muss. Genau, deshalb kommen wir also zu der absoluten akzeptierten Untergrenze von 1 Woche, besser eigentlich 2. Und die Obergrenze wird wirklich bei 4 festgelegt, auch wörtlich im Scrum Guide. Das war das erste Scrum Event. Laut Scrum Guide ist der Sprint selbst. Dieser enthält
Laut Scrum Guide alle Meetings, die in Scrum stattfinden sollen. Und der Gedanke hinter diesen Meetings, wenn ich die immer abhalte, ist, dass andere Meetings möglichst unnötig werden dafür. Das heißt, andere Meetings brauche ich dann vielleicht gar nicht mehr. In der Realität gibt es natürlich dann auch nochmal Refinement-Meetings oder so Sachen. Aber das sind also die einzig wirklich geforderten. Laut Scrum ist Sprint Planning. Da fragen wir uns am Anfang, was ist der Plan für diesen Sprint? Das Entwicklungsteam sucht aus dem Product Backlog sich die Arbeit aus, füllt damit sein Sprint-Backlog, das ist deshalb auch der Output, legt das Sprint-Ziel fest und macht natürlich auch so in gewisser Weise eine Vorhersage, was sie eigentlich schaffen können und welche Resultate sie liefern können im Sprint. 8 Stunden dauert sowas durchaus mal, also durchaus einen ganzen Werktag, Sprint-Planning, bei einmonatigen Sprints. Bei kürzeren Sprints kann es auch weniger sein. Normalerweise geht man da graduell runter. Also 2-wöchige Sprints hätten dann 4 Stunden Planning und so weiter. Aktive Teilnahme durch das gesamte Scrum-Team. Und wenn man braucht, kann man durchaus sich auch mal ein paar Experten dazu holen, hier, die auch ein bisschen mitreden dürfen. Dann das Daily Scrum findet dann jeden Tag während dem Sprint statt, dauert immer fix 15 Minuten, jeden Tag, egal wie lang der Sprint ist. Da stimmen sich die Entwickler ab über ihre Arbeit, über ihren Fortschritt, schauen sich auch nochmal das Sprint-Ziel so ein bisschen an oder halten es immer im Blick jedenfalls, überarbeiten vielleicht das Sprint-Backlog und erstellen einen Plan für den Tag. Was ist unser Plan für die nächsten 24 Stunden? Wird im Daily Scrum gefragt, manchmal morgens, manchmal mittags abgehalten, manchmal sogar abends vorm Heimgehen, hängt davon ab, wie das bei Ihnen am besten passt. Sprint Review, was haben wir erstellt, machen wir am Ende des Sprints, da machen wir vielleicht auch eine Demo, stellen vor, was haben wir geschafft im Sprint. Wir zeigen also unser Inkrement, unser lieferbares Teil vom Produkt. Wir haben natürlich auch das Product Backlog, können wir nochmal zusammen überarbeiten mit den Stakeholdern, kommen dann mit einem überarbeiteten Backlog wieder raus. Das dauert 4 Stunden bei einmonatigen Sprints am letzten Tag vom Sprint normalerweise. Scrum-Team sind dabei und Stakeholder sind dabei. Sprint Retrospective macht man normalerweise danach, dann hat man den letzten Tag auch voll. Wenn man dann auch nochmal in die Retrospektive geht, 3 Stunden lang bei einmonatigen Sprints, nur das Scrum-Team, man überlegt, wie haben wir in diesem Sprint gearbeitet, wie waren unsere Arbeitsweisen, unsere Werkzeuge, unsere Definition of Done, passt die noch, brauchen wir Verbesserungen. Die nimmt man dann auch durchaus mit als Einträge ins Product Backlog, Verbesserungen. Vielleicht macht man auch eine aktualisierte Definition of Done. Der Rhythmus ist also so, ich habe es ja schon ein bisschen beschrieben, aber nochmal visualisiert. Wir fangen also an mit Sprint Planning, haben dann jeden Tag ein Daily Scrum im Sprint und am Ende machen wir Review und eine Retrospective und dann geht der nächste Sprint los. Sie kriegen ja auch die Folien, dann können Sie sich das auch in Ruhe nochmal anschauen. Die Artefakte in Scrum, es gibt also das Product Backlog, die Liste aller Arbeit, um das Produkt fertigzustellen. Diese soll beschreiben wenigstens, was so minimal nutzbar und das Produkt am Ende minimal nutzbar und wertvoll macht, wird über die Zeit hinweg, ist ein lebendes Artefakt, immer weiter ausgearbeitet. Die Einträge im Product Backlog sollen klar beschreiben, worin ihr Wert liegt. Das Sprint Backlog ist dann so eine Untermenge davon, alle Einträge, die wir in diesem Sprint schaffen wollen, plus ein Plan, wie wir das Ganze machen wollen als Entwicklungsteam. Das Sprint Backlog gehört auch dem Entwicklungsteam. Und das Inkrement am Ende ist also auch ein Artefakt. Diese 3 sind die Artefakte. Die Summe aller fertiggestellten Backlog-Einträge, so das Ergebnis vom Sprint, potenziell auslieferbar soll es sein. Und den Kriterien in der Definition of Done entsprechend. Zur Aufwandschätzung sagt der Scrum Guide gar nicht so viel. Also der sagt nur, die Entwicklerteams sollen eben den Aufwand im Backlog selbstständig durchschätzen. Und in der Sprint-Planung, im Planungsmeeting, sollten mindestens die Einträge für die ersten Tage im Sprint dann klar formuliert und abgeschätzt sein. Und dann kann man das nochmal so on the fly weitermachen, während man arbeitet für die restlichen Tage des Sprints. In der Realität, es ist jetzt nicht Scrum Guide, in der Realität ist es oft so, dass eben User Stories erstellt werden für die Beschreibung von Anforderungen und dass dann relatives Schätzen angewendet wird. Das bedeutet, ich schätze also, wie aufwendig ist die User Story A im Vergleich zu User Story B im Backlog, gebe diesem also Werte relativ zueinander. Das ist zum Beispiel eine 2, das ist eine 5 dagegen oder so. Das wird oft gemacht, das wären dann die Story Points. Genau, also die Werte heißen dann Story Points, häufig verwendete Metriken, was ich gerade gesagt habe, war dann wahrscheinlich aus der Fibonacci-Zahlenfolge. Manche legen auch das willkürlich fest, aber diese Zahlenfolge wird einfach oft verwendet, weil die sich einfach gut eignet. Also das ist dann immer die Summe aus den vorherigen 2 Zahlen und so rechnet man sich hier da hoch, dass das also für Story Points verwendet wird in der Schätzung. Oder T-Shirt-Größen, das ist eine S, das ist eher so eine kleine Aufgabe, das andere ist eher eine L dagegen oder sogar XL, XS ist auch möglich. Das kann dann in der Praxis so aussehen, ich habe zum Beispiel hier eine User-Story,
Was oft ist so aus Sicht des Users wird beschrieben, was gebraucht wird. Hier lesbare Kunden-E-Mail-Adressen, die also, damit dieser Callcenter-Agent, der nachher mit der Software arbeitet, den Kunden auch gut kontaktieren kann, muss die Adresse lesbar sein. Diese ganze User-Story wurde geschätzt vom Entwicklungsteam mit 8 Story-Points. Im Vergleich zu anderen Story-Points wurde halt gesagt, oder zu anderen Stories, das ist so eine 8 ungefähr. Und dann kann ich das aber auch nochmal unterteilen in technische Aufgaben, sodass klar ist, wirklich für das Entwicklungsteam ganz klar, was muss denn technisch gemacht werden, um diese Kundenanforderungen zu erfüllen, was ja eine User-Story im Endeffekt ist. Und das ist hier jetzt noch einmal runtergebrochen, sodass die Summe wieder diese 8 ergibt, weil die sind ja Teilaufgaben für diese User-Stories. Das wird also in der Realität oft gemacht, wird aber im Scrum-Guide alles nicht so beschrieben. Das kann dann zum Beispiel am Ende so aussehen, mit Post-its wird es ja oft gemacht, dass also dann so ein Scrumboard aussieht. Wir haben eben die User-Story von eben da drin, wir haben nochmal eine andere, die wäre dann auch unterteilt und dann sind die Tasks halt, werden die hin und her geschoben. Manche machen es auch natürlich auch anders, das ist jetzt keine Vorgabe, ist nur ein Beispiel. Ich kann auch die User-Stories hin und her schieben zwischen To Do, Doing, Done und, oder nur auf der technischen Aufgabenebene, macht jeder so ein bisschen anders. Sprint Goal kann dann nochmal sichtbar sein, damit es auch wirklich transparent ist, was wir hier in diesem Sprint gerade schaffen wollen. Und ein Sprint Burndown Chart zeigt uns dann, wie viel User Stories, wie viel Aufwand noch übrig ist im laufenden Sprint. So eine Visualisierung kann durchaus auch in Scrumboard. Das hänge ich dann also auf, sodass die Leute, die vorbeigehen, das auch sehen können, auch die Stakeholder, damit immer transparent ist, woran wir gerade arbeiten. Und die Leute können damit interagieren. Und das ist dann pro Iteration in Scrum, pro Sprint. In Jira wird das sowas auch gemacht, also wenn Sie Jira kennen, das ist ein Aufgabenmanagementsystem und das ist eigentlich auch am häufigsten verwendet für Scrumboards, es gibt auch andere Software, aber Jira wird am häufigsten verwendet, denn die haben ganz gute Scrumboard-Funktionalitäten, wo man also zum Beispiel hier diesen Planungsmodus hat, das Backlog, wo man planen kann, man kann per Drag and Drop hier aus dem Backlog die Items in den Sprint ziehen und so seinen Sprint planen, also das wäre dann das Sprint-Backlog und das wäre das allgemeine Product-Backlog und wenn ich dann da übergehe, in den Active Sprint Mode, also Agile Board, hier klicke in Jira, dann komme ich eben in meinen aktiven Sprint rein. Also das, was ich hier sehe, sehe ich dann hier nochmal eben mit diesem Workflow, mit diesen Spalten To Do in Progress Done, kann natürlich auch ein anderer Workflow sein, das ist so der Standard. Und da kann ich die sogar per Drag and Drop so hin und her schieben, die einzelnen User Stories, die einzelnen Tasks oder was das auch immer ist. Und so kann ich dann klar signalisieren, dass etwas zum Beispiel schon fertig ist oder noch wartet auf, dass es jemand aufnimmt, die Aufgabe. Genau, soweit zu den Scrumboards. Muss ein bisschen anziehen zeitlich, dass Sie auch noch Zeit für Ihre Fragen haben. Wir wollten noch kurz ansprechen, natürlich gibt es hier auch ausgewählte Zertifizierungen im agilen Bereich. Da können Sie sich durchaus auch mal reinschauen, wenn Sie daran Interesse haben, was es da so gibt. Sie kriegen ja diese Folien auch nachher gesendet. Das heißt, ich muss es jetzt nicht ganz einzeln jedes durchgehen, aber das ist halt so tabellarischer Vergleich. Es gibt zum Beispiel vom Project Management Institute den sogenannten Agile Certified Practitioner, mehr so für alle agilen Methoden so ein bisschen übergreifend, übergeordnet. Die möchten auch so ein bisschen, das PMI möchte alle agile Methoden so ein bisschen standardisieren hier mit dieser Zertifizierung. Dann gibt es von Scrum.org, ist eine Organisation, gibt es den Professional Scrum Master, wo wir hier auch Vorbereitungsseminare anbieten bei der TPG. Der PSM1 ist dann das erste Level davon, wo Sie also sozusagen ein Einsteigerzertifikat als Scrum Master kriegen, was Ihnen aber auch hilft, wenn Sie andere Scrum-Team-Rollen ausfüllen. Es gibt aber auch für die anderen Rollen entsprechende Zertifizierungen von Scrum.org. Aber das ist so das Einsteigerzertifikat, wo wirklich alles abgedeckt wird. Sie können, das kann jederzeit gemacht werden, da brauchen Sie keine Voraussetzungen dafür. Sie können es jederzeit im Internet kaufen, die Prüfung, und auch machen. Ist allerdings eine schwierige Prüfung. 85% der Fragen müssen richtig beantwortet werden und Sie haben 80 Fragen und nur eine Stunde Zeit. Also das ist knackig. Bisschen einfacher ist der Certified Scrum Master von CSM, ist aber einfach ein anderer Prozess. Da absolviert man einen zweitägigen Kurs und macht am Ende so den obligatorischen Test dazu. Es läuft halt einfach ein bisschen anders. Der ist ein bisschen leichter, aber dafür haben Sie halt immer auch dieses Seminar dabei. Ist einfach ein anderes Konzept, aber auch ein anerkanntes Scrum Master Zertifikat draußen. Genau, und dazu haben wir noch eine kurze Umfrage. Interessieren Sie sich denn selbst für eine agile Zertifizierung? Und wenn ja, welche? Es gibt ja auch zum Beispiel, habe ich ja angesprochen, zum Beispiel auch eine Product Owner Zertifizierung. Könnte vielleicht auch für manche von Ihnen interessant sein, wenn Sie sich in der Rolle sehen. Oder eben eine Scrum Master Zertifizierung oder den PMI-ACP, eine andere, oder brauchen Sie nicht oder wissen Sie noch nicht genau? Also Scrum Master mit 19% ist hier gewünscht, 9% Product Owner, 9% PMI Agile Certified Practitioner,
5%, ja, aber andere Zertifizierungen, und 58% sagen, sie brauchen es nicht oder sie sind auch unsicher. Gut. Okay, danke. Ja, dann wären wir jetzt bei den Fragen und den Antworten, pardon. Die Frage wäre, Scrum Master und Projektleiter, kann das dieselbe Person sein in einem Projekt? Ja, denke ich schon. Also in der Realität ist es oft so und ich denke, das ergänzt sich auch gut. Also wenn man schon Erfahrung hat als Projektleiter, kann man durchaus auch in die Scrum Master Rolle gehen oder diese zwei Hüte sich auch gerne mal aufsetzen. Also das wird oft gemacht und ich sehe das auch absolut als brauchbar an, sowas zu machen. Man muss halt ein bisschen als Projektleiter, als Klassische vor allem, mal sich ein bisschen darauf einstellen, auf diese andere Welt, diese Servant Leaderships, wo ich mehr so unterstütze und die Prozesse auch betreue und das Team betreue und solche Dinge. Es ist ein bisschen eine andere Arbeit, aber sie kann durchaus Spaß machen, wenn man gerne mit Menschen zu tun hat. Ja. Okay, danke. Dann für welche Projekte ist Scrum nicht geeignet? Hängt das mit dem Inhalt des Projekts zusammen oder mit der Größe oder der Branche? Ja, alles das kann mal sein. Also wenn ich vielleicht in einer Branche bin, wo ich sehr, sehr hoch reguliert arbeiten muss, also manche Banken, manche Versicherungen, die versuchen es oft trotzdem und das kann auch was führen, aber man muss vielleicht seine eigenen Ansätze finden, weil da clasht es halt manchmal so ein bisschen, dass man so ein bisschen stößt an die Begrenzung, dass man also gar nicht so selbstorganisiert arbeiten kann, wie man es gern möchte oder das nicht in die Sprints strukturieren kann, weil man andere Anforderungen, die von außen kommen, erfüllen muss. Also da kann es manchmal schwierig sein. Dann Projekte, wo es einfach notwendig ist, dass ich von Beginn an ganz gründlich durchplane, zum Beispiel große Bauprojekte könnten da zu nennen sein oder auch Projekte, wo es um Leben oder Tod geht, am Ende bei dem Produkt, was rauskommt, also wo vielleicht Leben auf dem Spiel stehen, muss ich wahrscheinlich, oder wo auch die Kosten einfach zu hoch werden, durch Änderungen im laufenden Projekt, da muss ich vielleicht mehr im Voraus festplanen. Das Problem ist halt nur, selbst das geht ja oft nicht. Wir finden uns dann oft auch in der Situation, dass wir das zwar eigentlich müssten, aber da auch an Grenzen stoßen. Und dann kann Scrum vielleicht doch wieder gute Inputs liefern, einfach Impulse, wollte ich sagen, genau. Impulse liefern, wie ich irgendwie was angehen kann, vielleicht doch ein bisschen agiler zu werden. Aber ich muss es mir vielleicht ein bisschen anpassen und dann vielleicht meinen eigenen Hybrid-Ansatz finden, sehe ich durchaus. Aber Scrum-Trainer sagen auch immer wieder, betonen auch immer wieder, probieren Sie es aber mal. Vielleicht klappt es ja doch, vielleicht nicht zu den großen Bauprojektleitern, aber wenn man es irgendwie das Gefühl hat, es geht vielleicht doch, es lässt sich übertragen, dass man es vielleicht doch mal versucht, sofern man die Möglichkeiten hat. Gut, hier noch, wenn man eine Ressource im Team hat, die nicht so performt, wie sie performen sollte, und die soll ausgetauscht werden, wer macht es? Laut Scrum das Team tatsächlich selbst. Jetzt ist natürlich klar, in der echten Welt kommen wir da an Grenzen. Es gibt Hierarchien, an die wir uns auch halten müssen. Vielleicht wir berichten an Leute, die da vielleicht auch noch ein Wörtchen mitreden wollen. Das ist ganz klar. Laut Scrum soll idealerweise das aber jedes Team für sich selbst entscheiden können. Was ich denke, wenn da Begrenzungen in der Organisation gibt für sowas oder wenn man das Team auch noch nicht so weit sieht, das selbst zu machen, da kommt der Scrum Master ins Spiel, da kommt sicher auch der Product Owner mit ins Spiel, dass man da zusammen dran arbeitet, vielleicht in Zusammenarbeit mit Stakeholdern und Management, dass man da eine gute Lösung findet. Aber das Team sollte schon mitreden können, denke ich. Und durchaus auch die Person, die das betrifft. Also das wird damit auch oft mal natürlich ein bisschen schwierig. Man muss da ein bisschen mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Aber es hat auch schon Fälle gegeben, da sind die Leute dann auch gerne gegangen in ein anderes Team, wenn man eigentlich so gegenseitig feststellt, vielleicht passt es tatsächlich nicht und vielleicht gibt es was Besseres, was anderes für das Teammitglied, wo er besser hinpasst. Kann ja auch mal sein. Ich habe übrigens noch eine Folie, die können Sie dann nachher sehen, wenn Sie den Foliensatz bekommen, gemacht. Die finden Sie ganz am Ende mit mit Vorteilen, aber die Vorteile von Scrum, quasi der Umkehrschluss, ergibt dann auch die Nachteile. Es müssen ein paar Gegebenheiten da sein, um Scrum wirklich so eins zu eins umzusetzen, wie wir es jetzt gesehen haben. Und wenn die nicht da sind, wird es ein bisschen herausfordernder. Dann muss ich vielleicht mit hybriden Methoden arbeiten oder ein bisschen anders. Ja, aber da sehen Sie es auch nochmal so ein bisschen in der Auflistung. Eine gewisse Disziplin ist natürlich vonnöten. Je selbstorganisierter ich bin, desto disziplinierter muss ich auch sein als Team. Das ist klar. Okay, und als letzte Frage, warum sollen Sprints einheitliche Dauern haben? Ja, warum ist, also im Scrum Guide steht, um die Kontinuität herzustellen. Ich denke, es geht auch darum, wenn wir jetzt die Stakeholder zum Beispiel am Ende jedes Sprints von 2 Wochen
regelmäßig zum Review einladen, was wir müssen. Wir müssen ja dann zeigen, was wir gemacht haben. Dann können die sich halt darauf verlassen, okay, alle 2 Wochen müssen wir dahin zum Review zum Beispiel. Also einfach auch hier, um Konsistenz herzustellen, aber auch das Team selbst findet dann vielleicht da seinen Arbeitsrhythmus, ne? Also es soll ja aktiv selbst entscheiden, wie fülle ich meinen Sprint-Backlog. Und wenn ich da immer wieder andere Sprint-Dauern habe, dann komme ich da vielleicht ins Schwimmen. Wie viel schaffe ich denn in 3 Wochen und so? Also es kann einfach diesen Fluss, diesen Rhythmus, den ich ein bisschen versuche herzustellen, den zeitlichen in Scrum, kann es einfach beeinträchtigen, wenn ich mich daran nicht halte. Deshalb denke ich, ist es durchaus tatsächlich eine Empfehlung, das so zu machen. Kurze Einschränkung, wenn ich vielleicht mittendrin feststelle, wir haben voll die falsche Sprintlänge, wir sind hier gerade, kommen damit gar nicht klar, das dann einmal anzupassen mit ein bisschen Aufwand und dann in die längere Sprint zum Beispiel in Zukunft zu gehen, wenn ich wirklich sicher bin, dass das die Lösung meiner Probleme gerade ist, denke ich, kann man vielleicht schaffen und das ist dann nicht verboten in dem Sinne, vielleicht schon laut Scrum Guide, aber kann durchaus mal gemacht werden, wenn es Sinn macht. Alles, was funktioniert, ist gut.